Gott in Gastein, oder besser gesagt in Lent. Unser Abenteuer führt uns zum Eisfall, den wir beide, Peter und ich, auf jeden Fall noch nicht geklettert sind. Mal schauen, ob es auch klappt. Ich hatte auf jeden Fall einige Schwierigkeiten und es blieb bis zum Schluss fraglich, ob wir es überhaupt schaffen. Viel Spaß dabei. Ganz am Schluss vom Tal sieht man auch schon die Kletterroute. Aus der Entfernung schaut das gar nicht so schlecht aus. Ganz am Anfang, wo es Gastein reingeht, im zweiten Tunnel geht es kurz nach dem Zustieg auf der alten Bundesstraßen gleich zum Abseilen in den Graben. Nicht jedermanns Sache, vor allem die Bachüberquerung, wenn es noch nicht zugefahren ist. Peter blieb halbwegs trocken, ich hab's gleich am Anfang geschafft, mit einem Fuß ein Dauerbad zu nehmen. War dann auch in der restlichen Route ein ziemliches Problem. Nach Realisierung unserer ersten Fehler war die Kletterei hervorragend. Da bemerkte ich auch, dass mir eine Regenjacke nicht geschadet hätte. Ein langes, kaltes Unterfangen. Die ersten zwei Längen waren mit 4 Plus bewertet, fanden wir jedoch heuer etwas leichter. Im Gehgelände ging es dann in 3 schönen Längen mit trockenem Eis. Zu meiner Freude verlor ich dort gleich einen Handschuh.
haben dann auch nicht mehr viel, außer 100 Meter Rinnenstapfen und noch ein schweres Stück im oberen vierten Grad bewertet. Ich war diesmal froh, das Ganze im Nachstieg klettern zu können, da sich meine Finger bereits verabschiedet hatten. Oben angekommen, entschieden wir uns für den längeren und aber eindeutig wärmeren Rückweg und nicht fürs Abseilen, da wir keine Steigklemmen hatten, um die Schlucht zu überwinden. Wir hätten es auch mit Rebschnüren versuchen können, aber in diesem Fall mit gefrorenen Fingern wäre es einfach zu riskant. Der rostet bekanntlich vor allem, wenn es einem kalt in die Ärmel reinläuft und am Rücken entlang in die Schuhe rein. Und so endet unsere Tour völlig durchnässt und doch zufrieden. Danke fürs Zuschauen.